Einen herzlichen Gruß an euch alle. Jede rhetorische Rede hat am Anfang einen Gruß, eine Begrüßung und dann folgt Captatio. Das heißt Suchen des Wohlwollens, das heißt, damit wir den guten Willen des Zuhörers bekommen. Jetzt werde ich euch eine Anekdote erzählen, eine Begebenheit, die nicht geprüft wurde. Jetzt haben mich einige gefragt, als ich hierher gekommen bin, bist du aufgeregt? Und ich sage, ja, schon. Ein bisschen Aufregung ist notwendig, denn das ist ein Zeichen, dass wir die Zuhörer auf sie, dass wir auf sie achten, und gäbe es nicht dieses Aufgeregtsein, dann gäbe es auch nicht dies, dass ich heute sprechen hätte sollen, und auch nicht das Mutterdorf und wie. Hört zu, dann werdet ihr es wissen. Also durch eine Legende, eine Geschichte, die nicht überprüft wurde, und zwar die Anregung für den Bau des Mutterdorfes. Der verstorbene Pater Slavko, er hat von einem Pianisten Mauro Haas, der auch heute noch lebt, durch diese Geschichte 1986 hat er hier in Medjugorje die Heilung geschenkt bekommen, und zwar indem er immer aufgeregt war vor jedem öffentlichen Wirken, hat er so sich benommen, also er war so aufgeregt, also dass diese Angst vor diesem Auftreten, das sagt man so im Italienischen, und dann hat er damals schon diese Stiftung gegründet, zuvor für Kinder, und er hat gesagt, er hat in Medjugorje dies gespürt, dass er seinen Glauben konkret machen muss, und als der Krieg dann kam, 1993, der verstorbene Pater Slavko, er hat ein Haus gemietet auf dem Weg zum Kreuzberg von einer Frau aus der Schweiz, und dort brachte er Flüchtlingskinder hin, jene, die niemanden hatten, und dieses Haus vertraute er den Ordensschwestern an, Franziskanerschwestern, die hier in der Nähe gewohnt haben, und sie mussten fliehen aus Bielopolje, aus dem Haupthaus, und sie kamen hierher. 1994 haben dann die Franziskaner Pater Slavko angerufen, und dann haben sie gesagt, ob sie drei Kinder mitbringen können. Die sind ohne Eltern geblieben, und Pater Slavko hat eine positive Antwort gegeben, und die Franziskaner haben dann diese Kinder hierher gebracht. Und das war der Beginn vom Mutterdorf. Und dann kamen noch zwei Mädchen aus Bosnien. Sie sind allein geblieben, ohne Eltern. Und in dieser ganzen Geschichte, die ich euch erzähle, ich möchte sagen, es ist nicht ganz überprüft, aber nun, dieser Pianist kam dann wieder, dieser Musiker, und er kam zu Pater Slavko und fragte, was kann ich denn tun für Medjugorje, und es war dann Heimatkrieg, und dann sind auch Väter umgekommen und auch ganze Familien. Und dann kam dieser Gedanke bei Pater Slavko, man müsste doch irgendwie so ein Dorf gründen für solche Kinder, wo diese Kriegskinder dann da aufwachsen können. Und so hat man dann mit den ersten Häusern begonnen. 1995 die ersten vier Häuser. Da waren dann die Kinder, die ersten Kinder, und am Anfang waren die Ordensschwestern in diesen Häusern, und sie waren 24 Stunden mit den Kindern. Der verstorbene Pater Slavko, was hat er getan? Er als Franziskaner
Er hatte dieses Erbgut von dieser franziskanisch, von diesem Charisma der Franziskaner, und er hatte dieses Herz für jene, die abgewiesen wurden, die am Rande der Gesellschaft waren. Und es ist einfach diese Priorität von unserem Charisma. Und unsere Franziskaner haben das Ganze gepflegt, schon volle 700 Jahre. Und er hat sich da nun an das Ganze gebunden, das heißt für diese Sorge, und indem er geschaut hat, dass er sich für die Schwächsten kümmert und die Hilfe bedürfen. Weiterhin, wie ich gesagt habe, die momentane Situation, also Kriegssituation, hat ihn dazu geführt, zu dieser Idee. Und das, was sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass der verstorbene Pater Slavko sich bemüht hat, nicht nur für sich, sondern indem er dann die Botschaft von Medjugorje und die Botschaften von Medjugorje gelesen hat, indem die Botschaften für die Gläubigen waren, und er als der Botschaftserläuterer, indem er dann zusammengefasst hat und gesagt hat, die Mutter Gottes, sie möchte hierher kommen, vor allem deshalb, damit sie ihre Liebe zeigt gegenüber dem Menschen, diese bedingungslose Liebe. Und er hat in dieser Liebe der Mutter Gottes diese mütterliche Liebe gesehen, und er hat verstanden, dass diese Liebe die Kraft sein muss und dieser Beginn von dieser Liebe sein muss, damit man den anderen dann annimmt und den anderen liebt und unaufhörlich liebt. Er hat verstanden, dass diese Liebe die Bedingung für das Leben ist und dass diese Liebe diese Bedingung ist, um den Kampf der Vernichtung des Todes. Wenn es diese mütterliche Liebe nicht mehr gibt, dann kommt es zu Gewalt und Geist der Vernichtung. In einem Schreiben zu seinen Wohltätern schreibt er, dass die Idee und dieser Leitfaden dieses Mutterdorfes ist, in dem er dies bewegen möchte. Es muss im Geiste der Mutter Gottes sein. Ihr Geist ist dieser mütterliche Geist, dieser Geist der Barmherzigkeit, der Liebe, der Demut, der Einfachheit und der Bereitschaft, den anderen zu helfen. Ihre Liebe ist diese mütterliche Liebe, die Bedingungen für das Leben schafft und gibt. Und so, indem die Mutter lebt, sie ist gegen die Vernichtung, sie sucht Mitarbeiter, die dann in ihrem Geiste dienen, indem sie dann Bedingungen schaffen für andere, die würdig der menschlichen Freiheit sind. Und der verstorbene Pater Slavko, aus diesen Botschaften hat er diesen Leitfaden gesehen, und es hat ihn dazu geführt, dass er einen Platz macht, ein Dorf, möchten wir sagen, dort, wo man das Leben dann schützt, wo man sich sorgt, kümmert um das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Und deshalb war es so, in diesem Dorf, es gab auch ein Haus für Frauen, junge Frauen, und ihr wisst, dass im Krieg auch die Vergewaltigung da war, es diente als eine Waffe, und daher konnten die Frauen auch hierher kommen, das Kind hier lassen oder hier bleiben und mit dem Kind weiterleben. Weiterhin hat sich Pater Slavko dies auch vorgestellt, und zwar, dass da die Waisenkinder leben und dass sie dann hier ihr Heranreifen verwirklichen können, dass sie irgendwie angenommen sind, dass sie geliebt sind und dass sie die Möglichkeit haben zu leben.
Weiterhin der verstorbene Pater Slavko, er hatte auch das Gefühl für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, das heißt behinderte Kinder. Da war auch so ein Haus. Und wir erfahren aus der Chronik, dass er dann eines Tages nach Split gefahren ist und er schaute eine Institution an, wie er dann eines Tages so ein Haus gründen könnte in Mutterdorf. 1999 hat er auch die Gemeinschaft des Barmherzigen Vaters gegründet und er hat gesagt, man muss jedem eine neue Chance geben, eine neue Chance, dass sie das Leben wieder beginnen, dass sie wieder zum himmlischen Vater zurückkehren. Für Pater Slavko, es war auch dieses Vorhaben, da ein Altersheim zu bauen, ein Haus, wo dann die älteren Menschen leben können. Er wollte so dies alles zusammenfassen, von Empfängnis an das Leben bis zum natürlichen Tod. Und so wollte er für alle Pilger, Gläubigen, nun dies zeigen, ein Spiegel, wie man hier aufeinander achtet und somit die Botschaft der Mutter Gottes verwirklicht. Heute ist das Mutterdorf ein Projekt für den Schutz des menschlichen Lebens in all den Lebensbereichen. Das ist eine Institution, die Vorschulkinder erzieht und wir haben auch da die Krippe und dann auch, sie sorgen sich auch um die Kinder ohne Eltern. Pater Slavko wollte nicht, dass die Kinder in einem Ghetto bleiben, dass sie irgendwie so versklavt sind, in einem Haus dann einfach sind, sondern damit sie sich integrieren. Und zwar, dass sie in der Gesellschaft sind, mit Gleichaltrigen sind. Und daher hat er auch einen Kindergarten gebaut, da wo die Kinder aus dem Mutterdorf zusammen mit den Kindern aus Medjugorje und Umfeld sind. Eines Tages kam eine Pilgerin aus Italien ins Mutterdorf und sie sagte mir, ich kannte den verstorbenen Pater Slavko und immer bei den Begegnungen war er mir streng, irgendwie, ja, so, er hatte einen harten Blick, ich möchte sagen, fast eher abweisend, aber als ich das Mutterdorf dann gesehen habe, ich habe seine andere Seite kennengelernt, ich habe diese zärtliche, gefühlsvolle Seite bei ihm gesehen, diese Seele, die er hatte für die Bedürftigen und vor allem für den Menschen in Not. Und außer dass Pater Slavko die Botschaften der Mutter Gottes gelesen hat, er hat auch sehr gut das Wesentliche des Evangeliums verstanden. Wenn wir das Evangelium lesen, wir sehen, dass Jesus in diesem Begriff ist, und zwar die Person, die immer dasteht für die Bedürfnisse des Menschen, die Ängste und Gefühle und dieses menschliche Gefühl, in dem der Mensch vielleicht gerichtet ist, verurteilt ist zum Unmenschlichen. Und das alles finden wir in der Person Jesus. Wenn wir ein wenig besser das Evangelium betrachten, dann werden wir sehen, wie Jesus immer diesen Menschen, der am Rande der Gesellschaft steht, und er nimmt ihn, stellt ihn in den Mittelpunkt, er heilt dann seine Krankheit. Aber solange er die Krankheit heilt, er schenkt ihm wieder die Würde zurück, er integriert ihn wieder in die Gemeinschaft und solange er sein Leib heilt, er heilt auch sein Inneres, er heilt die Wunden. Er fragt ihn, was möchtest du, dass ich tue,
Was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du als Mensch? Und jeder möchte bemerkt sein. Jeder möchte nun so sein, dass er nicht am Rande der Gesellschaft ist. Er möchte bemerkt sein. Er hat das Bedürfnis, dass jemand auf ihn schaut, dass jemand ihn lieb hat. Jeder möchte, dass er bemerkt wird. Und der Mensch, er dieses Sakrament, diese Liebe gegenüber dem Nächsten und diese Liebe und diese Art des Gebetes und das Ganze hat Pater Slavko verstanden und hat es in Tat umgesetzt, so wie die selige Jungfrau Maria in Kana von Galiläa, indem sie gleich gewirkt hat, als sie dies gemerkt hat beim Brautpaar. Sie ist nicht umhergelaufen und hat dann gesagt, ach, wie schlecht haben sie ihre Hochzeit vorbereitet. Sie hat nicht gejammert, sondern sie hat gleich ihren Sohn gerufen und jene, die dort anwesend waren. Und sie hat gesagt, tut das, was er euch sagt, das, was Jesus euch sagt und befiehlt. Und so wie diese Italienerin die Pilgerin nicht verstehen konnte, und sie konnte Pater Slavko nicht verstehen, erst dann, als sie das Mutterdorf gesehen hat, auch dieses Phänomen von Medjugorje kann man nicht verstehen, wenn man nicht die Botschaft von Pater Slavko versteht über das Mutterdorf. Und daher der verstorbene Erzbischof Henrik Hoser, er hat diese Worte gesagt nach dem Besuch vom Mutterdorf. Jeder Pilger, der nach Medjugorje kommt, er müsste die Kirche besuchen und alles um, was um die Kirche ist, aber er sollte auch zum Mutterdorf kommen, denn das ist die zweite Seite von dieser Medaille. Liebe Brüder und Schwestern, es ist schwer für mich, über das Mutterdorf zu sprechen. Ich bin vielleicht auch das älteste Waisenkind von diesem Mutterdorf, denn meine Mutter lebte länger als 20 Jahre in diesem Mutterdorf und ich bin aber auch der Direktor vom Mutterdorf. Ich weiß nicht, wo hier die persönliche Linie und professionelle Linie ist. Und Mutterdorf, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles im Mutterdorf ideal ist und alles perfekt ist, aber wir bemühen uns, dieses Anliegen zu begleiten, das, was Pater Slavko begonnen hat. Und wir werden jetzt ein Zeugnis hören von einem Waisenkind, der Professor geworden ist. Letztes Jahr haben wir ein Waisenkind, in dem dieser Mann Arzt geworden ist. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt Mutterdorf Ort der Ärzte und Professoren ist. Ich möchte aber auch sagen, wir haben auch ein Waisenkind, das jetzt im Gefängnis ist. Aber wir möchten sagen, dass wir auch nicht die Hände erhoben haben von diesen anderen Menschen. Und daher, ich möchte sagen, dieses Phänomen hier in Medjugorje kann man nur verstehen, wenn man auch diese konkrete Hilfe versteht, und zwar indem man den Menschen hilft, und zwar konkret diese Liebe, dieser Glaube, das, was sich so sehr in großer Form offenbart hier in Medjugorje. Nun, jetzt geben wir das Wort Marian. Und wir haben gesagt, er ist ein Professor und er wird es auf seine professorische Art und Weise nun erklären. Danke euch. Gelobt seien Jesus und Maria und ihr alle, die euch so fühlt. Was soll ich sagen nach Pater Dragan und seinen Worten über die Beschreibung von Mutterdorf und in dem nun mir bewusst ist die Zeit jetzt und ich werde nun mich kurz halten. Ein Wort, das wichtig ist, die Liebe und das Mutterdorf ist nun das Fundament
indem es so wirkt, jahrelang die Liebe. Die Liebe ist etwas, wo Pater Slavko Barbaric versucht hat, in jeden Erzieher einzubauen. Ich möchte sagen, Erzieher, der 24 Stunden dort arbeitete. 1994 wurde ich geboren. Bruder, Schwester und ich zusammen mit Mutter und Vater, wir lebten in einem Dorf in Bosnien und der Vater hat im Jahr 2000 Selbstmord begangen und die Mutter durch dieses ganze Ereignis, sie hat es nicht geschafft, da herauszukommen aus dieser Situation und leider Bruder und Schwester von mir, sie endeten im Mutterdorf und im gleichen Jahr 2000 war es so, ich hätte auch im Mutterdorf sein müssen und wissen Sie, wie das ist, wenn man das Kind der Mutter nimmt, man nimmt dann die wichtigste Funktion von ihr weg und sie wollte es nicht, sie wollte, dass ich mit ihr bleibe und ich war dann ein Jahr noch mit ihr zusammen und ich komme 2001 hier ins Mutterdorf, ich erinnere mich an dieses Bild, es war Sommer 2001 und das Bild, ich erinnere mich, ich setze mich in das Auto von meinen Cousins, die Mutter bleibt vom Haus und ich winke der Mutter zu und fahre. Und das war das Bild für mich. Das Kind, wo ohne der Mutter aufgewachsen ist. Nun, Marie, meine Mutter, sie lebte dann noch 6 Jahre und 2007 ist sie dann durch den natürlichen Tod gestorben. Nun, zu dieser Zeit war in Bosnien-Herzegowina, es war so, es gab auch Heime und Bosnien-Herzegowina ist ein Land, aber nun, es war so, wir, meine Geschwister, also und ich, wir endeten doch in Mutterdorf, aber es gab auch andere Heime und wir waren nun 250 Kilometer weiter dann und schaut, Mutterdorf, da ist die Mutter beinhaltet und ich möchte sagen, Pater Slavko, er war der Vater für diese Kinder, die das Leben im Mutterdorf verbracht haben. Das Wunder über allen Wundern ist dies, und zwar das folgende. Medjugorje, dieser Ort, wo die Mutter Gottes erschienen ist. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, trotz unserer Ereignisse, das, was wir nun im Leben bekommen haben, dass wir nun unsere biologischen Eltern verlieren. Ich und meine Geschwister, wir haben unsere Eltern verloren, aber wir haben die himmlische Mutter bekommen. Auch diesen irdischen Vater haben wir bekommen und den himmlischen Vater und unseren Pater Slavko. Nun, das Heranreifen im Mutterdorf, ich möchte sagen, das war nicht schlecht. Die Perzeption, und zwar dieses Umfeld von den Zeitgenossen, es war nicht schlecht. Sie haben uns so angenommen, so wie wir waren. Es war kein Unterschied bei den Kindern, die nun in Medjugorje aufgewachsen sind und auch Kinder, die im Mutterdorf aufgewachsen sind. Das ist auch das Ziel, dass man die Kinder integriert und zwar in diese lokale Gemeinschaft in Medjugorje und gut, ich habe dann die Grundschule beendet, die Mittelschule beendet und meine Geschwister, mein Bruder, meine Schwester, sie waren zusammen mit mir und meine zwei Geschwister, sie hatten intellektuelle Schwierigkeiten, das war ein bisschen schwieriger für sie und die Situation war dann anders bei ihnen. Leider vor 4 Jahren ist mein Bruder verunglückt, er ist umgekommen und dann habe ich mich gefragt, ich muss sagen, ich war schon böse auf Gott und ich habe dann gesagt, wieso geschieht mir denn das Ganze und einen Monat lang bin ich nicht zur Kirche gegangen und ich habe gesagt, ich verdiene doch nicht so ein Leben. Nach einem Monat
fehlte mir seine Anwesenheit. Und dann habe ich zusammengefasst, habe gesagt, es geschieht ja alles mit einem Grund. Und heute mit meiner Schwester, die hier unten auch ist, ich lebe mein Leben, wie es möglich ist. Und was ist der Zweck des Lebens? Und die Kraft eines Wasserfalls ist in der Kraft dieser Wassertropfen, die sich zusammenhalten. Ein Marian, eine Martina, ein Josip, ein Dario, ein Widan. Wir alle sind Tropfen in diesem einem Wasserfall, das wir Mutterdorf nennen. Wo wäre ich heute ohne dem Mutterdorf? Ich denke, meine Lebensgeschichte würde nicht so enden wie heute auf diese Art und Weise. Und Pater Slavko hat gesagt, nun, ich befinde mich in einer Kreuzung und ich möchte jetzt nicht es falsch irgendwie erläutern. Gott nimmt uns einige Sachen, aber er segnet uns dann wiederum durch andere Sachen. Und mein Leben ist auf keine Art und Weise anders als euer Leben. Denn Gott gibt jedem das Kreuz, das er tragen kann. Und das ist mein Kreuz. Es ist genauso wie euer Kreuz. Und was ist aber das Ganze in dem Kreuz? Und zwar, wir müssen uns entscheiden, dieses Kreuz zu tragen in unserem Leben. Und daher nehmen wir unser Kreuz und seien wir die besten Zeiger unseres Gottes, unserer Mutter Gottes und seien wir Zeugen von dem Ganzen, das, was wir täglich in unserem Leben durchleben. Denn nichts, nichts ist absolut zufällig in unserem Leben. Danke euch.